Ich habe ein Buch über Wagemut geschrieben und deswegen ist es natürlich ganz klar, dass mich immer wieder Menschen ansprechen und sagen, ja, wie funktioniert das denn? Wie wird man denn eigentlich wagemutig? In diesem Video erkläre ich dir, wie das genau funktioniert. Es sind zwei Dinge, die wichtig sind, damit du wagemutig wirst. Und wenn du nicht nur wagemutig werden möchtest, sondern auch noch mehr Dinge erfahren möchtest über Kommunikations- und Führungsthemen, über Selbstführungsthemen, dann abonniere am besten meinen YouTube-Kanal. Grundvoraussetzung Nummer 1 für Wagemut ist, dass du weißt, was dir wichtig ist, was dir wirklich, wirklich wichtig ist. Was ist in deinem Leben nicht verhandelbar? Was sind die Werte, auf die du dein Handeln stützt? Ja, so mit welchem Blick, mit welcher Haltung gehst du eigentlich durch die Welt? Das muss dir erstmal ganz, ganz wichtig sein. Wie findest du das raus? Ja, eine sehr, sehr gute Übung dazu ist in meinem Buch Die Piratenstrategie zu finden und auch auf meinem Blog zu finden. Es geht um deine persönlichen Werte. Wenn du wissen möchtest, was dir wirklich, wirklich wichtig ist, worauf es dir wirklich ankommt, dann ist es tatsächlich ein guter Tipp, sich mal zu überlegen und mal daran zu arbeiten, deine Werte rauszufinden. Ist nicht wahnsinnig kompliziert, dauert aber ein bisschen, aber persönliche Werte zu wissen, was will ich wirklich in meinem Leben, das ist Grundvoraussetzung Nummer 1. Grundvoraussetzung Nummer 2 für den Wagemut ist, dass du wagemutig bist, dass du das also trainierst, dass du anfängst, in durchaus sehr, sehr kleinen Schritten immer wagemutiger zu werden, indem du es praktizierst, wagemutig zu sein. Wagemut ist nichts, was wir entweder haben oder nicht haben, sondern Wagemut ist ganz klassisch etwas, was du trainieren kannst. Je öfter, je häufiger, je mehr du Schritte in Richtung Wagemut tust, desto leichter wird es dir fallen, immer wagemutiger zu werden. Also die beiden Voraussetzungen. Erstens, du weißt, was dir wirklich wichtig ist. Zweitens, du trainierst deinen Wagemut regelmäßig. Naja, und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, und wie sieht das jetzt praktisch aus? Ich gebe dir mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir mal das Thema Freundlichkeit. Sagen wir mal, dir ist es wirklich wichtig, dass du in einem freundlichen Umfeld lebst. Du wünschst dir eine freundlichere Welt. So, das könnte ja sein, dass es etwas ist, was dir wirklich wichtig ist, wo du sagst, ja, darauf kommt es mir wirklich an in meinem Leben. Dann wäre das das, was dir wichtig ist. Zweitens, jetzt kommt das Training deines Wagemuts. Nun, Freundlichkeit, wie kannst du Freundlichkeit in die Welt bringen? Ganz, ganz kleiner Schritt, du könntest anfangen zu lächeln und zwar auch durchaus fremde Menschen einfach mal anzulächeln im Straßenverkehr, im öffentlichen Nahverkehr, im öffentlichen Raum. Fang einfach mal an, häufiger zu lächeln. Das ist vielleicht manchmal so ein bisschen so, was sollen jetzt die Leute denken? Aber Leute anlächeln, auch fremde Menschen anlächeln, ist gar nicht so schwer. So, wenn du das gut kannst, dann könnte der nächste Schritt sein, dass du, wenn du spazieren gehst oder wenn du irgendwie unterwegs bist, dass du fremde Menschen auch mal grüßt oder dass du bei Veranstaltungen auf fremde Menschen zugehst und ihnen freundlich guten Tag sagst, ja? Das ist so der zweite kleine Schritt. Und der dritte Schritt könnte ja zum Beispiel sein, ja, da werden wir immer wieder ein bisschen wagemutiger, dass du mal fremden Menschen Komplimente machst. Ernst gemeinte Komplimente. Das ist dann natürlich schon wieder so ein bisschen mehr, so ein Gefühl von, macht man das und weiß ich, will ich das jetzt und was könnte der oder diejenige denn jetzt denken? Und mit diesen kleinen Schritten, je häufiger du solche Dinge tust, desto mehr wirst du merken, ach guck mal, das geht ja und das bringt mich gar nicht um und es macht mir vielleicht sogar Freude und es bringt auf jeden Fall Freundlichkeit in die Welt. Also das, was dir wichtig ist, das kannst du damit umsetzen und je mehr du das merkst, desto größer werden wahrscheinlich die Schritte werden, die du dich traust zu tun. Wagemut heißt, dass wir ja durch diesen unangenehmen Moment, dieses, soll ich das jetzt machen, traue ich mich das, kann man das denn machen, dass du durch diesen Moment hindurchkommst und es trotzdem tust. Wagemut nach der Definition in meinem Buch heißt ja, ich entscheide mich bewusst dafür, dass es etwas Wichtigeres gibt als Angst, Scham, Konventionen und Regeln. Und da kommt immer dieser ja, kleine Adrenalinschub, wenn du dich über Angst, Scham, Konventionen oder Regeln hinwegsetzt. Ich gebe dir noch ein zweites
vielleicht durchaus banales, aber vielleicht auch nochmal gutes Beispiel. Sagen wir mal, dir ist der Schutz der Umwelt ganz besonders wichtig, das weißt du. So, dann könnte dein Wagemut sein, dass du anfängst, Müll zu beseitigen. Also zum Beispiel beim Spazierengehen sammelst du Müll auf, den du nicht irgendwo hinterlassen hast, sondern den andere Leute irgendwo hinterlassen haben. Schritt Nummer 1, kleinster Schritt wäre, du machst das irgendwo, wo dich keiner dabei beobachtet. Schritt Nummer 2 wäre, du machst das irgendwo, wo Menschen das sehen, dass du da rumläufst und den Müll von ganz anderen Leuten aufhebst und in den Mülleimer tust. Und ich versichere dir, ich mache das ziemlich häufig, da gibt es immer mal Menschen, die ein bisschen komisch gucken. Und Schritt Nummer 3 wäre natürlich, wenn du siehst, dass jemand etwas fallen lässt oder an einem Mülleimer etwas daneben wirft, dass du ihn oder sie darauf hinweist und sagst, gucken Sie mal, das ist daneben gefallen, das wäre doch schön, wenn Sie das in den Mülleimer tun würden. Also das wäre der nächste Schritt, ganz banal. Und jetzt gebe ich dir noch ein drittes Beispiel. Sagen wir mal, Freiheit ist eins deiner ganz wichtigen Dinge im Leben. Du möchtest frei und selbstbestimmt leben. Was heißt das denn dann? Was ist denn dann so der Wagemut, den du da trainieren könntest? Schritt Nummer 1 könnte sowas sein wie, du möchtest unbedingt einen Film schauen, keiner möchte mit dir in den Film gehen, du gehst da alleine hin. Das ist deine persönliche Freiheit, du entscheidest dich, ach, ich gehe alleine ins Kino. Ja? Findest du vielleicht erstmal so ein bisschen komisch, wenn du das noch nie gemacht hast, aber klappt. Schritt Nummer 2 könnte sein, du machst alleine einen Wochenendtrip. Ja? Du hast unglaubliche Lust, nach Barcelona zu fahren. Irgendwie hat keiner Zeit, will keiner mitkommen. Oder der oder die vielleicht Zeit hätte, die willst du eigentlich gar nicht so unbedingt dabei haben. Also du machst das ganz alleine. Und Schritt Nummer 3, und das ist dann schon durchaus wagemutig, könnte zum Beispiel sein, dass es jemanden in deinem Leben gibt, der deine Freiheit irgendwie ja doch auch einschränkt. Also vielleicht eine gute Freundin oder ein guter Freund. Und du merkst einfach, diese Freundschaft tut dir nicht gut und sie schränkt dich ein und ja, du verabschiedest dich aus dieser Freundschaft. Ich habe in meinem Buch ein Kapitel dazu geschrieben. Und dieses Kapitel heißt, darf ich dir das Tschüss anbieten? Und das ist natürlich ein sehr wagemutiger Schritt, sich aus einer Freundschaft zurückzuziehen und die zu beenden und zu sagen, nee, dieser Mensch, aus welchen Gründen auch immer, tut mir nicht mehr gut und meine persönliche Freiheit ist, dass ich mich dafür entscheide, mit wem ich meine Zeit verbringe und mit wem auch nicht. Und das wäre dann der größere Schritt, der große Schritt vielleicht. Und ne, du musst ja nicht die ganz großen Schritte zuerst machen, sondern beim Wagemut ist es so, dass wir immer gut daran tun, wenn wir in kleinen Schritten anfangen. Und je mehr du den Wagemut trainierst, desto mehr wirst du immer wieder merken, wie gut es dir tut, wenn du durch diesen Moment durch bist und dich über Angst, Scham, Konventionen und Regeln hinweggesetzt hast und dein Ding gemacht hast. Wenn du weißt, was du wirklich willst, dann kannst du Wagemut konsequent trainieren.